Ja, vielen Dank, Erhard. Ich begrüße bei mir Kerstin André, bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie kandidieren ja am 8. für den Fraktionsvorsitz. Aber zunächst möchte ich mal auf Ihre Rede kommen, die Sie hier gehalten haben. Sie haben die Geschichte erzählt von einem baden-württembergischen Unternehmer, der gesagt hat, er ist grünes Parteimitglied, aber kann die Grünen nicht mehr wählen. Nun gab es ja hier schon einige Redner, die gesagt haben, so schlimm ist das alles nicht. Eigentlich haben wir das richtige Programm. Wenn ich so einen Satz eines grünen Parteimitglieds höre, da muss doch die Selbstanalyse irgendwo enden, dass man sagt, irgendwas stimmt nicht in dem Wahlprogramm. Also natürlich waren unsere Forderungen im steuerpolitischen Bereich ambitioniert und in manchen Teilen überzogen, weil wir keine Priorisierung reinbekommen haben. Und dieser Unternehmer hat alles auf einmal für sich gerechnet. Es wirkte so, als drehen wir jeden Stein sofort um. Und dann kam im Saldo raus, da kann ich dann nicht mehr investieren. Das war nicht so gedacht, aber so ist es angekommen. Und damit muss man dann in einem Wahlkampf auch leben. Frau André, vor 2 Jahren nach Fukushima sah es so aus, als wenn die Grünen die neue Volkspartei werden. Mit Winfried Kretschmann gab es den ersten Ministerpräsident. Eine sehr erfolgreiche Regierung, die er da in Baden-Württemberg in dem urschwarzen Land führt. Und dann gab es ein Wahlprogramm, was genau das Gegenteil gemacht hat. Das hat nicht die Mehrheit verwaltet, sondern die Menschen vertrieben. Diese Analyse haben hier einige auch schon getroffen. Welche Konsequenz muss man denn daraus ziehen? Also die erste Konsequenz ist, dass wir es uns nicht so einfach machen können und sagen, wir wissen jetzt schon ganz genau, was Schuld an diesem schlechten Wahlergebnis war. Wenn wir sehen, wie die Wählerwanderungen waren, die Hälfte ist zur CDU, die Hälfte ist zur SPD, dann ist es nicht mehr so einfach zu sagen, es war jetzt die Sozialpolitik oder es war die Steuerpolitik. Für mich ist eins wichtig, da würde ich heute schon sagen, das war mit ein Grund. Die Menschen haben von uns erwartet, dass wir das Thema Klimaschutz, Energiewende, Umwelt ins Zentrum stellen. Das ist unsere Rolle, auch in so einem Wahlkampf. Und das haben wir nicht genügend getan. Das würde ich zumindest mal als einen Grund anführen. Sie kommen ja quasi vom Realo-Flügel, wie Katrin Göring-Eckert, die hier gerade auch gesprochen hat, von der man sich ja erwartet hat, dass sie bürgerliche Wähler bindet an die Grünen. Das hat nicht geklappt. Nun werfen Sie Ihren Hut in den Ring. Am 8. Oktober wird gewählt in der Fraktion. So ist Demokratie. Was wollen Sie erreichen? Ich möchte, dass wir Dialog führen, dass wir Gesprächsbereitschaft signalisieren und vor allem, dass wir Brücken bauen. Wir haben Vertrauen verloren in diesem Wahlkampf. Vertrauen bei den Menschen, weil die das Gefühl hatten, wir regieren in ihr Leben rein. Aber auch Vertrauen bei der Wirtschaft, die nicht mehr das Gefühl hatte, die nehmen uns ernst und die verstehen sich auch als Partner von uns. Ich sage immer, dass Unternehmer, Mittelstand, Handwerk, die sind doch die, die den Umweltschutz, den Klimaschutz umsetzen. Die müssen wir gewinnen für uns und für unsere Ideen. Und da die Brücken wieder zu schlagen, das ist das, was ich anbieten kann und was ich der Fraktion anbiete. Dazu müssen Sie natürlich die Mehrheit bekommen. Das wird vielleicht eine Kampfkandidatur geben. Obwohl ich mich erinnere, dass Katrin Göring-Eckert ja mal Fraktionsvorsitzende war mit Christa Sager. Da hat man allerdings regiert. Wie sieht es denn mit dem Regieren aus? Ist denn das noch eine reale Option jetzt für die nächsten 4 Jahre? Also im Augenblick ist ja noch keine Regierung gefunden. Die CDU als klarer Gewinner aus dieser Wahl hat die Aufgabe, die Regierungsbildung zu vollziehen. Die werden jetzt sondieren. Sie sondieren im Augenblick mit der SPD. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass, wenn Gespräche angeboten werden, man ernsthaft Sondierungsgespräche auch führt. Aber ohne Zweifel ist der Wahlkampf geführt worden als einer Grün gegen Merkel. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, Grün und Merkel. Und die Brocken, die wir aus dem Weg räumen müssten, wären schon sehr, sehr groß. Insofern bin ich skeptisch, was eine schwarz-grüne Regierung angeht. Der scheidende Bundesvorstand hat gestern noch mal beschlossen, dass man gesagt hat, sie sind mit allen koalitionsfähig. Also im Endeffekt eventuell am Schluss auch rot-rot-grün. Ist das auch Ihre Meinung? Ich habe im Wahlkampf immer gesagt, wir kämpfen für rot-grün. Aber wenn es nicht reicht, müssen wir mit den anderen reden. Und das ist demokratische Notwendigkeit. Wir können doch den Menschen nicht sagen, jetzt habt ihr gewählt, es passt leider nicht zusammen, wählt bitte nochmal. So funktioniert das nicht. Und deswegen werden wir sehen, was die nächsten Wochen bringen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir unsere zentralen grünen Themen hier auch in den Vordergrund stellen. Das ist der Klimaschutz, das ist die Energiewende, das ist natürlich auch die Gerechtigkeit, aber vor allem eben Bildungschancengerechtigkeit, das sind die grünen Themen. Kerstin André, wir sehen uns spätestens am 8. Oktober wieder bei der Kampfkandidatur im Bundestag, auf die es ja wahrscheinlich hinausgeht.